Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Nawel. Heute gibt es ein weiteres Chebekia-Rezept. Chebekia ist ein marokkanisches Honiggebäck, welches gerne zur Fastenzeit, also an Ramadan, gegessen wird. In diesem Video zeige ich euch wieder ein sehr einfaches und super leckeres Rezept. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Chebekia gemacht habe, dann bleibt unbedingt dran. An Zutaten benötigen wir 1 Kilo Weizenmehl, 100 ml Rosenwasser, 100 ml geschmolzene Margarine, ein Ei, 100 Gramm geröstete und gemahlene Mandeln, etwas Safran zum Färben, eine Prise Salz, 6 Gramm Backpulver, einen Teelöffel Zimt, 2 Esslöffel Essig und ca. 230 ml Wasser. Im allerersten Schritt kommt das Weizenmehl in eine Schüssel. Dazu kommt das Backpulver, der Safran, der Zimt und die gemahlenen Mandeln. Alle trockenen Zutaten werden grob mit einem Schneebesen vermischt. Dann habe ich die trockenen Zutaten durch einen Sieb gestrichen, da es noch so kleine Mandelklümpchen gab. Anschließend habe ich das Rosenwasser, die geschmolzene Margarine, den Essig und das Ei in die Schüssel gegeben. Alle Zutaten habe ich dann mit der Hand vermischt. Ihr könnt das Ganze auch in einer Küchenmaschine machen. In die Schüssel habe ich nach und nach das Wasser gegeben. Der Teig wird so lange geknetet, bis ein einheitlicher Teig entsteht. Den Teig habe ich aus der Schüssel genommen und weich geknetet. Ihr solltet den Teig wirklich so lange kneten, bis er schön weich wird. Der Teig wird jetzt in 6 gleich große Teigstücke geteilt. Die Teigstücke habe ich dann zu einer runden Kugel geformt. Die Teigkugeln werden jetzt mit einem Nudelholz etwas ausgerollt und dann in Frischhaltefolie gewickelt. Anschließend kann der Teig für ungefähr 20 Minuten im Kühlschrank erkalten. Danach wird der Teig aus der Frischhaltefolie genommen und ausgerollt. Rollt den Teig möglichst sehr dünn aus. Auch hier gilt wieder, je dünner ihr den Teig ausrollt, umso knuspriger wird eure Chebekia. Zum Einschneiden benutze ich so eine Rolle. Mit dieser Teigrolle gehe ich über den ganzen Teig und erhalte so meine gewünschten Gitter. Diesmal verwende ich folgende Falttechnik, und zwar rolle ich das Gitter einfach schräg ein. Zum Schluss werden beide Enden fest angedrückt. Und so sieht die fertige Form aus. Es ist eine besonders einfache und schöne Falttechnik. Wenn ihr das Gebäck fertig gefaltet habt, kommen wir nun zum Frittieren. Dafür kommt ausreichend Öl in eine Pfanne. In eine separate Pfanne geben wir Honig. Zu dem Honig geben wir 2 bis 3 Esslöffel Rosenwasser. Das sorgt einfach nochmal für mehr Geschmack. Während dem Umrühren wird der Honig leicht erwärmt, damit er noch flüssiger wird.
Das Öl ist heiß genug, wenn sich am Holzkochlöffel kleine Bläschen bilden. Dann kann das Gebäck auch schon ins heiße Öl gegeben werden. Am besten dreht ihr das Gebäck immer mal wieder um, damit beide Seiten dieselbe Farbe haben. Wenn das Gebäck auf beiden Seiten goldbraun ist, kann es aus dem Öl und in den Honig gegeben werden. Die Gebäckstücke sollten auf allen Seiten gut mit dem Honig bedeckt sein. Danach kann das Gebäck aus dem Honig und in einen Sieb gegeben werden. So kann der überschüssige Honig leicht abtropfen. Das Honiggebäck wird anschließend mit Sesam bestreut. Und fertig ist auch schon das frittierte marokkanische Honiggebäck mit Sesam. Wie ihr gesehen habt, ist diese Chebekia in der Zubereitung sehr unkompliziert. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie super dünn die Chebekia ist. Denn so bleibt sie schön knusprig und wird mit der Zeit nicht matschig. Ihr könnt die Chebekia gerne einfrieren und an Ramadan täglich rausholen. So bleibt sie lange frisch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!